Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem Laber-Video auf meinem Kanal. Erstmal einen wunderschönen Sonntag. Ich werde versuchen, das Video auch hochzuladen im Laufe irgendwann des Abends oder sowas. Hoffe ich. Ich habe auch noch einen Rossmann-Live-Call und einen Müller-Live-Call. Den würde ich auch gerne hochladen. Ist momentan wohl nicht ganz so einfach. So, was essen wir heute? Irgendwie ist heute wieder wie jeden Tag bei mir irgendwie Mischmasch-Küche. Es gibt bei mir irgendwie keine Rezepte, ich koche einfach nach Schnauze. Ich habe gerade Geflügel in der Pfanne. Dann habe ich hier ein bisschen Reis, dann habe ich hier Champignons, habe jetzt noch eine Paprika und ein paar Tomaten rausgeholt und werde heute mal Soßen selber machen, weil Pascal passt gerade auf den Kleinen auf und der schläft auch aktuell. Deswegen muss ich jetzt keine schnelle Küche machen und kann mal nach Ewigkeiten selber Soße machen, obwohl das stimmt gar nicht. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit selber mal Soße gemacht. Ich glaube letzte Woche irgendwann, weil ich nicht die passende Tüte hatte. Also musste ich selber meine Soße machen. So, ich wollte euch gerne mal was erzählen, was mir letzte Woche passiert ist, bevor wir zu meinen Eltern gefahren sind. Wir sind zu meinen Eltern am Freitag gefahren und ich war an dem Freitag noch in dem Blumenladen in Neuss. Ups. Ich habe hier übrigens so einen praktischen Mini-Mixer. Der ist von Temu, per Akku, richtig cool. Ich muss mal eben mein Fleisch wenden. Ich hasse das Fleisch. Ich würde jetzt so eine richtig geile Gemüsepfanne essen. Voll viele haben ja immer noch dieses, wenn sie dick ist, dann mag sie kein Gemüse, dann isst sie zu wenig Gemüse. Boah, das höre ich so oft auf TikTok. Boah, manchmal kommentieren Leute und denken mir so, nur weil ein Mensch dick ist, heißt das doch nicht, dass er kein Gemüse mag. Hallo? Ich bin aber keine fleischfressende Pflanze wie Pascal. Ich hätte mir jetzt so richtig geile Gemüsepfanne gemacht. Die würde Pascal mit keiner Silbe anpassen. Deswegen geht das nicht. Übrigens, falls ihr keinen Messbecher habt, kauft euch einfach eine Babyflasche. Die sind klein, praktisch und kann man wirklich immer benutzen. Mein Messbecher ist da oben zu groß. Wir nehmen einfach eine Babyflasche. So, jetzt haben wir das Fleisch. Dann tun wir es schnell noch mit den Reisen da rein. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich war ja bei diesem Blumenladen und ich bin da ja mit dem Auto hingefahren, weil es ist schon zu weit weg von uns aus. Ich habe den ja wie gesagt ganz spontan nur entdeckt gehabt. Und plötzlich komme ich vom Blumenladen wieder raus und mich fährt so ein Mann an. Ich habe keine Ahnung, was mit dem nicht stimmte. Ich habe so auf dem Seitenstreifen geparkt. Also der Blumenladen ist hier, das ist ein umgebauter Kiosk. Soweit ich das mitbekommen habe, oder hat Pascal mir gesagt. Und genau gegenüber sind so Reihenhäuser. Und vor diesen Reihenhäusern ist ein abgesenkter Bordstein. So, weil man dann da, beziehungsweise weil das vorderste Reihenhaus noch vorher das Grundstück hat. So, dementsprechend darf man ja logischerweise, jeder, der seinen Führerschein gemacht hat, nicht auf dem abgesenkten Bordstein stehen davor. Ich habe mich aber vor den abgesenkten Bordstein hingestellt, wo man halt stehen darf. So. Auf einmal kommt da so ein Kasten zu mir, also wirklich so, der gerade mit seiner Frau das Taxi da putzt. Oder ich denke mal, dass der Taxifahrer ist oder sowas. Und fährt mich auf einmal an. Du standest hier vor ein paar Tagen richtig nah am Bordstein von uns. Beziehungsweise, du darfst hier nicht parken. Ich habe das mal nicht verstanden. Bro, hä, wie? Ich stand hier vor ein paar Tagen und der hat mich unnötig angefahren, Leute. Auf einmal fing der dann richtig an. Ja, du standest hier schon. Wegen dir konnte ich hier kein LKW drauf. Ich habe mir erstmal in dem Moment gefragt, ich so, wie soll ich hier allgemein LKW drauf fahren? Das Stück auf das Grundstück ist so klein. So, dann habe ich da richtig gegen gekontert. Und er so, ja, das ist doch eine Feuerwehrauffahrt, wo du stehst. Ich so, das kann keine Feuerwehrauffahrt sein. Junge, das ist ein Bordstein, der so hoch ist. Also wäre das eine Feuerwehrauffahrt gewesen,
dann wäre da auch ein abgesenkter Bohrstein gewesen. Oder da wäre ein Schild mit Feuerwehr, irgendwas, kennt man ja, ne? Da war gar nichts, man darf da ganz normal parken. Ich hatte davor die Blumen auf den Beifahrer drauf getan, auf den Beifahrersitz drauf getan. Und in dem Moment hat er mich so eingeengt. Das heißt, ich konnte nicht vorwärts, ich konnte nicht rückwärts. Und aus dieser Position, ich an mein Auto gelehnt und er vor mir, haben wir uns gestritten. Irgendwann, weil ich habe nicht einfach gesagt, ja, Entschuldigung oder sowas, weil, yo, ich habe da nicht gestanden. Meine Fresse, Alter. Ups. Ich weiß ganz genau, dass ich da nicht gestanden habe und habe halt die ganze Zeit gegengekontert. Ich habe mir gedacht, was willst du von mir, Alter? Was möchten sie von mir? Oh, ich habe geduzt, weil er auch geduzt hat. So, jedenfalls haben wir dann uns weiter gestritten und der Typ wurde dann irgendwann richtig, richtig sauer und hat richtig angefangen, mich anzufahren. Aber so richtig. Du standest hier, ich lasse jetzt dein Auto abschleppen. Ich so, du kannst nicht so einfach mein Auto abschleppen. Entschuldigung, selbst wenn ich auf einem privaten Grundstück stehen würde, kannst du mich nicht einfach abschleppen. Woher weiß ich das? Alter, weil jemand bei uns schon auf dem privaten Parkplatz, als wir in Mörs gewohnt haben, gestanden hat und wir die Polizei deswegen angerufen haben und wir haben kein Recht, einfach ein Auto abzuschleppen. Wir müssen erstmal die Polizei anrufen. Die Polizei versucht dann, den zu kontaktieren. Und wenn dann das nicht klappt, dann kann es sein, dass man, glaube ich, abgeschleppt wird. Also, nee, ich habe hier eine App. Du wirst sofort abgeschleppt, wenn ich das will und sowas und keine Ahnung und dies und das. Ich so, das will ich sehen. Das will ich sehen, wie ich hier ganz schnell abgeschleppt werde. Jedenfalls hat er mich irgendwann so in die Enge genommen, dass die Frau Panik bekommen hat. Ich hab richtig Panik gehabt. Richtig, richtig Panik gehabt. Ich wollte es mir aber nicht anmerken lassen. Ich habe aber richtig Panik gehabt. Irgendwann hat die Frau dann gemerkt, ich weiß nicht, ob der Mann gewalttätig ist, aber die Frau hat irgendwie Angst in ihren Augen gekriegt. Ich kann euch das nicht beschreiben. Sie ist dann zu ihrem Mann gegangen und hat versucht, ihn dann wegzuzerren, hat auch irgendwas gesagt, das habe ich aber nicht verstanden. Und der hat dann gesagt, ja gut, dann diskutiere ich nicht mehr mit Ihnen, lalala, sonst werden Sie hier abgeschleppt und sowas. Und er hat sich auch Leute von der Straße geholt, beziehungsweise Leute, die da auch in den Reihenhäusern wohnen. Ey, und die waren auf deren Seite, da war so ein älteres Paar. Boah, Rentner oder allgemein ältere Leute können richtig frech sein. Die sind dann mit gegen mich gefahren. Die haben sich mit vor mich gestellt, wo ich mir dachte, also nicht direkt vor mich gestellt, aber die standen dann da, wo ich mir dann gedacht habe. Und dann meinten die, ja, beruhigen Sie sich mal. Ich werde gerade angefahren. Unnötigerweise verstehe ich die Welt. Ja, aber ich soll mich beruhigen. Ich werde hier in die Enge genommen, aber ich soll mich beruhigen. Ich habe ehrlich nicht mehr gedacht, was ist los mit der Menschheit? Jedenfalls hat der Typ dann irgendwann von mir abgelassen und hat gesagt, mir ist scheißegal, ob sie der Präsident sind, hat er zu mir gesagt, beziehungsweise die Präsidentin oder der Papst oder der König. Wenn sie hier nochmal stehen, lasse ich sie abschleppen. So, er hat dann irgendwann von mir abgelassen. Die Frau hat sich versucht, noch irgendwie bei mir zu entschuldigen und keine Ahnung was. Ich bin dann so schnell wie möglich abgefahren. Richtig heulend bin ich dann nach Hause gekommen. Pascal, so, was ist los? Vor allem, wo warst du? Du wolltest nur zum Blumenladen fahren und du warst hier fast 2 Stunden weg. Das war echt keine Sache von 10 Minuten und ich war wieder raus aus dieser Situation. Das war eine Sache, der hat mich so lange angefahren. Ich habe im Blumenladen vielleicht eine Dreiviertelstunde gebraucht. Den Rest hat er mich angekackt. Okay, und ich habe noch ein bisschen nach Hause gebraucht, ja. Jedenfalls habe ich ihm das dann so erklärt. Mir ging es auch danach richtig schlecht, richtig kreislaufmäßig. Ich bin zu Hause zusammengebrochen. Da habe ich natürlich den hier gezeigt. Mich kannst du nicht anscheißen. Zu Hause bin ich dann zusammengebrochen vor Panik, weil ich echt dachte, in dem Moment, der Typ wird mir gleich eine scheuern. Der Typ wird mir gleich eine scheuern. Ich war der festen Überzeugung, der knallt mir gleich eine. Leute, rein logisch. Ich kann da gar nicht gestanden haben, weil ich da nicht wohne. Und vor allem hat er gesagt, über Nacht. Ich hab da nie gestanden, Mann. Ich zeig dem sogar noch mein Kennzeichen. Ich so, Bro, ich komm nicht von hier. Was willst du? Oh, also der hat ja mein Kennzeichen gesehen, dass ich kein Ortskennzeichen habe, sondern ich habe ein ortsfremdes Kennzeichen. Braucht der ja in dem Moment ja nicht wissen, dass ich trotzdem in der Stadt wohne, aber ich habe ein anderes Kennzeichen. Ich habe ein ortsfremdes Kennzeichen. Ja, Pascal ist dann am Ende mit seinem Vater nochmal dahin gefahren. Wie die Sache geendet ist, will ich jetzt nicht erzählen. Auf jeden Fall für den Typen ziemlich scheiße. Sag ich mal so. Also nicht gewalttätig oder sowas. Ja, aber das macht er, glaube ich, nicht nochmal.
Und dann hat Pascal mir einfach nur so flüchtig gesagt, er stand da vor ein paar Tagen tatsächlich, weil er zur Bank wollte. Er stand aber nicht abends. Aber er stand genau da. Das heißt nicht direkt abends, es war zwar schon dunkel, aber nicht direkt abends. So, was heißt abends? Ja, so. Kann man 18 Uhr zu abends schon zählen? Ja, ne? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Jedenfalls stand er da, aber man darf da stehen. Du darfst nicht vor dem abgesenkten Bordstein stehen, du darfst nicht gegenüber vom abgesenkten Bordstein stehen, du darfst aber vor dem abgesenkten Bordstein stehen, weil dir kein Kennzeichen, was da ist, dies verbietet. Ist der nicht cool? Den gibt's bei Kino! Wurdet ihr schon mal auf offener Straße angeschissen, obwohl ihr nichts getan habt? Ich hab gedacht, ehrlich, ich wäre im falschen Film, ey, was ist mit da ab? Ja. Ich hätte im Übrigen für euch auch nochmal ein neues Update zum Pflegedienst. Ich darf den Namen vom Pflegedienst nicht sagen. Viele haben mich von euch aber angeschrieben und haben geraten, was für ein Pflegedienst das ist. Ich habe nur zu einer Person bestätigt, was für ein Pflegedienst das ist, aber das hat auch besondere Gründe. Niemand anderem habe ich sonst den Pflegedienst bzw. den Namen von Pflegedienst bestätigt. Viele haben aber irgendwie direkt genau auf diesen einen Pflegedienst geraten und ich habe den, ohne zu sagen oder ohne die Bestätigung zu geben, trotzdem bestätigt, dass es der Pflegedienst ist, indem ich ja so drumherum geredet habe. Das heißt, es ist keine offizielle Bestätigung. Ich habe nie bestätigt, dass es der Pflegedienst ist. Aber ich habe es so immer formuliert, dass man irgendwann verstanden hat, doch, das ist der Pflegedienst. Ich habe so viel über diesen Pflegedienst erfahren, unter anderem auch wegen Betrug. Es gab diesen Pflegedienst schon mal, den wir haben. Der wurde aber durch Betrug, angeblich, oder ich sag mal angeblichen Betrug, wurde er geschlossen. Und dann wurde er von jemand anderem aus der Familie wohl übernommen und neu eröffnet, unter anderem nach. Das habe ich erfahren. Leute, und das die Sache an der ganzen Sache ist, mir hat erstmal das eine Person geschrieben, dass da schon mal was war. Ich kann mich aber noch ganz genau erinnern, dass im November, dass Pascal mir im November erzählt hat, dass der medizinische Dienst, der Gutachter, der aus Düsseldorf kam, uns genau dasselbe gesagt hat. Wir wollten es aber zum damaligen Zeitpunkt nicht wahrhaben und haben gedacht, ja, was weiß der denn schon? So, pff, das glaubt der nur, bla bla bla. Der Pflegedienst kam uns so nett und toll rüber und wie gesagt, wirklich sehr, sehr nett. Wir haben niemals gedacht, dass das so enden könnte. Wirklich, am Anfang war alles supi, alles toll, alles Schleimscheißerei und keine Ahnung was. Und dann plötzlich hat mir eine Followerin geschrieben, mir genau das bestätigt, was der Gutachter gesagt hat. Dann am Ende zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte was zum Pflegedienst geschrieben. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu googeln. Man konnte nicht viel erfahren. Ich habe aber einen Beitrag gefunden, mit zwei Bewertungen, beziehungsweise eine Seite mit zwei Bewertungen von ehemaligen Mitarbeitern aus dem März 24 und aus dem Februar 24, wo eine genau dasselbe auch nochmal reingeschrieben hat. Also end of the story. Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin, aber durch die Mitarbeiterin, die gestern da war, habe ich erfahren, dass sie auch ebenfalls zu Patienten geschickt wird, wo sie überhaupt nicht qualifiziert für ist, wo sie überhaupt keine fachliche Erfahrung hat. Und sie sollte geschult werden und angeblich, oder was heißt angeblich, ich sage extra angeblich, angeblich gibt es noch ganz viele andere Mitarbeiter, die überhaupt nicht die Qualifikation haben, diesen Job auszuführen und die trotz dessen arbeiten die dort. Und ja, die Schulung, davon ist irgendwie keine Sprache mehr gewesen. Ich sag euch, ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ich sag euch nur so viel. Ich hatte in meiner Instagram-Story gezeigt, eine Kurve gezeigt gehabt. Ich habe den Namen da oben weggemacht. Da sind zum Beispiel die Werte drauf, zum Beispiel die Sauerstoffsättigung von Jonas oder sein Puls ist da drauf. Zum Beispiel, wann er Urin gemacht hat, also wann er gestuhlt hat oder wann er Pipi gemacht hat. Dann halt einfach eine Beschreibung zum Patienten, also zu Jonas. Ob er, ja, da stand dann, Jonas ist wach, Jonas wurde von den Eltern übergeben, Jonas wurde den Eltern übergeben, also hier egal. Jonas ist unruhig und sowas steht da halt einfach nur drin, kompletter Bullshit. Und dann ist mir aufgefallen, ey, Alter, wir haben eigentlich schon seit einer Weile den VitaGuard tagsüber aus. Also der VitaGuard ist die Überwachung von Jonas.
Und die schreiben da einfach irgendwelche Daten rein, beziehungsweise irgendwelche Werte rein. Sauerstoffsättigung einfach irgendwelche Werte, Puls einfach irgendwelche Werte. Und ich habe mir den Zettel halt gestern angeguckt und habe mir gedacht, ja, nee, ist klar. Da ist konstanter Puls gewesen, also wirklich ein einheitlicher Puls, wo ich mir gedacht habe, kein Baby, egal welches, hat einen so konstanten Puls, es sei denn, es pennt nur den ganzen Tag. Also Jonas hat zwischendurch auch geschrien, das heißt, sein Puls war so oben und nicht so unten. Und ich habe dann irgendwann der Pflege dann halt gesagt, sie wissen aber schon, dass das, was sie hier machen, nicht richtig ist. Die ist super nett, mit der kann man sich so gut unterhalten. Also die ist wirklich echt, die tat mir am Ende auch leid, weil sie von nichts dem allen wusste. Und sie hat auch nicht gecheckt, tut mir leid für diese Frau, dass sie da eigentlich ziemlich scheiße baut. Weil wenn unter ihrer Verantwortung irgendwas passiert und sie kann nicht handeln, dann ist sie schuld. Habe ich jetzt mal versucht zu verklickern, dass wenn irgendwas passiert und sie ist nicht in der Lage zu helfen, dass es ihre Schuld ist. Weil sie das zugelassen hat. Also dass sie wissend zugelassen hat, dass sie zu einem Patienten geht, für den sie überhaupt nicht sorgen kann. Jedenfalls habe ich dann erklärt, beziehungsweise erstmal gefragt, ich so, was machst du da? Warum schreibst du da einen Puls hin und warum schreibst du da in die Kurve rein eine Sättigung rein, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, wie stündlich deine Sättigung oder so ist? Wir haben den VitaGuard aus. Die so, ja, das wurde mir so gesagt, dass ich das machen soll. Das ist eine Anweisung gewesen, dass das so gemacht werden soll. Dann habe ich zu ihr gesagt, wenn du das so unterschreibst, ist das dein Pech. Ich werde nicht sagen, was ich noch weiter gesagt habe. Ich habe zu ihr gesagt, der medizinische Dienst ist gerade bei uns dran, um die Sache zu prüfen hier, weil Jonas regulär eigentlich nicht intensivpflichtig ist. Und der eigentlich auch regulär dann keine Intensivpflege braucht. Ganz viele schreiben mir immer, ich hoffe, Jonas braucht die Intensivpflege nicht mehr. Ich hoffe, Jonas, es geht bald besser und sowas. Alles gut. Der ist nicht intensivpflichtig, Leute. Ich kann es so 578 Millionen Mal erwähnen. Wir haben den damals beantragt, als Jonas intensivpflichtig war. Mit Highflow und Magensonde. Die Magensonde hat er übrigens nicht mehr. Der ist nicht mehr intensivpflichtig, Leute. In gar keiner Linie mehr. Ja. Jedenfalls habe ich dann zu ihr gesagt, also wenn sie da nicht eventuellen Stress haben möchte und wenn sie weiterhin, das ist für mich eine Fälschung, das ist für mich wie Datenfälschung, das ist, sie schreibt da Werte rein, die nicht stimmen, die nie so waren. Und wenn irgendwas ist und man braucht halt Nachweise, wie zu diesem Zeitpunkt was war, dann hat sie im Prinzip gelogen, habe ich gesagt. Ich weiß nicht, inwiefern das auf deine Zulassung einwirken könnte, aber das, was du hier machst, ist nicht richtig. Und dann habe ich ihr irgendwann ins Gewissen geredet. Sie hat alle Kurven kaputt gemacht, zerrissen und hat halt alle Kurven nochmal neu geschrieben, weil alle anderen Sachen waren ja richtig, nur halt diese Werte waren nicht richtig. Und habe dann zu ihr gesagt, schreib die ganze Tabelle durch, damit man da auch nichts mehr eintragen kann und schreib halt einfach hin, so wie es ist und ehrlich hin. VitaGuard wurde von den Eltern ausgestellt. Keine Auswertung möglich. Punkt. Das ist eine komplette Wahrheit und sie wusste von all dem nichts. Sie arbeitet da erst seit ein paar Tagen und wird halt einfach so volle Kanne schon hops genommen in diesem Betrieb. Und viele schreiben mir auch, Alina, wechsel doch einfach die Pflege. Leute, ich brauche eigentlich gar keinen Pflegedienst mehr. Der Pflegedienst ist aktuell eigentlich nur da, weil wir den schon seit November haben. So, und da ja sowieso gerade die Prüfung ist vom medizinischen Dienst von der Krankenkasse aus und ich mir eigentlich zu 99,9% sicher bin, dass der medizinische Dienst die Pflege ablehnen wird, brauche ich da auch nicht weggehen. Wir haben jetzt die letzten Wochen vom April haben wir jemanden sehr, 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 sehr Gutes. Den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und wieso war es halt auch immer, selbst wenn der medizinische Dienst ja okay sagt, ja okay, wir genehmigen die 10 Stunden weiterhin, dann könnte man überlegen zu wechseln. Aber ganz ehrlich, möchte ich gar nicht, weil ich dann von mir aus sage, danke Pflegedienst, aber wir brauchen dich nicht mehr. Genau, so sieht's aus. Gut, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Däumchen nach oben, Kommentar und über Kostlos, aber würde ich mich wie immer sehr freuen. Tschüss.